Das ist eines von den ärmsten Ländern auf der Welt, der Malawi, auch nach das Warmherz von Afrika genannt. Zwei Drittel von der rund 18 Millionen Einwohner leben unter der Armutsgrenze. HIV und Unterernährung bleiben große Probleme, gegen die UNICEF seit 1964 kämpft. Von allem Kanner, die mehr als Halschen von der Population ausmachen, stehen am Fokus von ihren Projekten. Und die konnten sich zwei Lützebäuer Donateuren mit eigenen Anrufen gehen. Wie Sarah Kusmitsch hat sie zwei auf einen emotionalen Reis begleitet und hat ihre Impressionen von Malawi für uns angefangen. Wir sind zu Deza am Malawi an einem sogenannten Community-Based Childcare Center, einer Art Spielschule. Hier lernen Kinder gerade verschiedene Phasen kennen. Am Matzen dran sind Julie an der Weg von Lützeburg. Ich fand es super, muss ich sagen, von kleinen Mund. Sie lehren, wie gesagt, schon ein paar Zahlen, was haben sie noch gelernt, Alphabet, Mind. Sie machen alles am Singen, was ich auch wirklich flott fand. Das ist eine ganz andere Ambiance. Julie an der Weg sind Global Parents bei der UNICEF, also Donateuren, die all Mond spenden. Nach der UNICEF sind sie an der Malawi gereist, um zu schauen, wo und welche Suchen angesagt gehen. Also Thema Kanner, also das hat mir wirklich immens im Herzen leid. Und Global Parent fand ich immens wichtig, weil du nicht auf der Weg, dass sie alle Monate wirklich die fixen Dinge rauskriegen. Ich fand es wichtig, alle Monate mit Spenden aufzugehen und einfach zu wissen, dass ich irgendwann irgendwo ein bisschen kann, um da helfen. Und noch für den Weg, den Santa 5 Jahre Global Parenters ging es als Enseignant auf der Hand leihen, dass ein UNICEF unterstützt. Für ihn also die erste Reise an Afrika. Also ein erster Eindruck als positiv. Mittwoch. Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag. Yes, very good. Freitag. Freitag. Die Leute gehen ganz einfach auf ihn durch. Sie haben überhaupt keine Hemmungen. An Kanner sind natürlich super. Wenn du mit deinem Handy kannst, mit seinem Foto, dann sind sie total begeistert. Den Center, den die zwei Lützebäuer hier besichern, wird von der UNICEF finanziert. 12 Betreuer, von denen aber just zwei ausgebildet werden, kümmern sich um 297 Kanner. Hier sollen sie schon von kleinem Mund gefördert und stimuliert gehen, für sich so sozial, kognitiv und intellektuell weiterzuentwickeln, erklärte Matthews. Hier schafft Santa Feier Jua als Betreuer in diesem Community-Based Childcare Center, kurz CBCC. If you have a lot of people who are in the school, you can see group. You can see the school. 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 Aus 12 verschiedenen Dörfern kommen die Kanner hierhin, durch auch der 5-Jährige Pinfall. Seit 3 Jahren besitzt er den CBCC und wohnt mit seiner Mama und seiner kleinen Schwester direkt neben dem Center. Seine Mama hat selber eine Chance, an eine Schule kennenzulernen. Für sie ging gesehen, mit welcher Freude die Kanner dorthin gehen, wie sie schon bald schon los, erzählt sie im Interview. Die ersten 5 Jahre von einem Kind sind die wichtigsten für einen guten Start und Leben. Für das Kind sich gut entwickelt, ist nicht eine freie Education, aber auch die richtige Alimentation wichtig. Das ist gerade da der größte Problem in Malawi, als gesehen Julie an der Weg auf der nächsten Station von ihrer Visite. Wir sind zu Mithundu an einem Gesundheitszentrum. Hier gehen Kanner behandelt, die in der Unterernährung leiden.
4% von den Kanner innerhalb von 5 Jahren sie betroffen, so wie das klingt Mervis. Er tut reich 3,5 Jahre als HIV-positiv an Center 11 auf der Station. Sein Mom hat mit ihm 30 Kilometer zu Fuß zurückgelöst, um ihn in die Klinik zu bringen. Daheim kriegt sie die Kanner nicht anständig ernährt, weil kein Essen mehr da ist, erklärt sie. Oh, ich meine, ich bin froh, dann. Die Lindeka, die war nahe, die Rinde war nicht so, die Rinde ist fast so. Die war die Mitte. Then they will have all limits and they are guy. They got yellow, they wouldn't have piggy and arch. Ein Témoignage an Bilder, die der Weg an Julien Matthäulen. Wenn ich bei uns an eine Klinik gehe, wir beschweren uns zwar immer, wenn wir müssen ein paar Stunden an der Urgence werden. Aber das ist aber nicht gegen das, was den Hai gesagt. Wenn ihr zum Beispiel hört, dass Mammen, die mit ihren Kindern hineinkommen, selber müssen für sich kochen, weil sie an der Klinik nicht Süße kriegen. Ne? Da merkt ihr aber, wie gut dass wir das bei uns tun. Das ist wirklich nicht einfach für mich, wie das tut, nur zu gucken. Einerseits so ein Schmal, dass es trotzdem wirklich immer gut ist, dass sie Hilfe kriegen. Auch wenn sie nicht dynamisch Hilfe wie sie bei uns hatten, mit Good-Ups gemacht. Das ist wichtig und dafür ist es aber gut. Das ist trotzdem eine gute Erfahrung, aber keine Erfahrung, die mich so kalt lässt. Das Problem ging vor allem an den Dörfer auftreten, erklärt der Fermier Tikala Chunga. Da, wo die Leute nichts essen hatten. Die meisten gingen just einmal den Tag etwas essen. In NRA also depends if the people in the village, in the community, have food or not. So this is just the harvesting season. They harvested the crops in July, June, July this year, so they have food. But come in December, November, December, January, we have a lot of patients. The food has finished, so they can no longer eat the way they were eating during the harvesting season. So that is why they are maybe less now and many during the rainy season. Für das Problem von der Unterernährung anzusetzen, sind sogenannte Care Groups angefordert worden. Für hier im Dorf Mesuluwanda. Das sind Gruppen, wo die Mitglieder für alle Älteren über die equilibrierte Ernährung aufklären und Kochkuren gehen. Catherine Alliger stand in diesem Jahr dabei. Hat hätte besonders an den positiven Impact gesehen, den das Gruppen auf die Community tun. So würde ich sagen, Antoine hat mein Kurs, den er so gut gelesen hat. Diese Arbeit sind die Fehler. So bang ya bubea pala zoko ni ya magusigi. Si ni ya madu ya mkua zintunga dizimene zozo kuti wo. Sanga kwa nite ukana zo zintuzo. Kwa mabedi malimbikisa kuti azibidi zizabe kupiga palalo. Logwa ni ya zintuzo. Jifuwa zintuzo. Tima zibeza doka. Tima lima. Zina zodi zwedo ni maweda. Zintuzo siyana siyana. Ndezima takubezeka mwalimbikisa mwimu. Hallo, wären immer mehr Leute interessiert, der Welt mitmachen. Ein Succes für die Mitglieder vom Gruppe. Wie viele mit Spenden erreichen kann, sind Julie an der Weg zu Nankali. Mazuka Buanzi. Morning. Sie besichen eine Primärschule, ein Thema, das sie besonders interessiert, für das sie alle beide im Enseignement schaffen. Zu kleinen Klassensaal, nicht genug Schulmaterial, zu viele Schüler pro Enseignant und ein hohes Tofu kann er, die sitzen bleiben oder die Schule aufbrechen. Das sind just pur von den Problemen im Educationsbereich in Malawi. It was very bad situation which we had. For example, learners were learning under the tree. And the example of the tree, it is the tree which I'm just seeing, it is just behind me. And when it is windy, the lessons were not good. When it is sunny, the lessons were not good. And also when it is learning, when it is learning season, learners will go home, will go back home. Mit Hilfe von der UNICEF wird der Staat aber geändert. Anfang des Jahres geöffnet mal keine Bänke für die Schüler. Allo haben sogar 6 neue Klassensäle, Toiletten, eine Bibliothek und Strom, was den Weg besonders begeistert. Ich habe gerade mit ihrem Techniker gesprochen. Den hat das alles selber entwickelt, die ganze Technik.
Beispiel, dass ein junger Mann, der noch eigentlich hier von der Straße kommt, an den ein bisschen technisch begabt war, an den er sich unterstützt ging, an den Container die Wand hier da entwickeln, für die Schule hier mit Elektrizität zu versorgen. Ich fand das super, dass sie konnten hier auf der Platz so junge Talente rekrutieren. Unterschieder gehen aber auch am Auflauf vom Kurmirken der Weg an Julie. Sie hatten die Möglichkeit, bis sie noch zu gucken, also sich mit dem Personal auszutauschen. Sam and John are playing football. Grab one for him. Another thing is, was mir zum Beispiel immens gut gefallen hat, dass wenn die Lehrerin eine Frage gestaltet an die Schüler hat richtig geantwortet, dann hat die Lehrerin alle Kanäle abgeführt, wie ein Kantant zu klatschen. Das fand ich einfach super, wie die Kant valorisiert wird auf die Erde. Weiß. Sie haben uns erklärt, Bücher und sie echt dort. Ich kann auch keine Bücher. Es gibt mal Plätze, wo sie noch Bücher holen. Wir möchten, dass der Prof dann den auf die Tafel schreibt und kann er die da von der Tafel auflesen oder die Kurgedebe sogar. Das war wirklich ganz interessant. Sie waren noch wirklich überrascht und interessiert zu wissen, wie das bei uns funktioniert. Das war wirklich ein Austausch mit ihnen. Das war wirklich ganz interessant und spannend für die zwei Seiten. An der Show lehren sie auch Justina kennen. Das 14 Jahre junge Mädchen ist aktuell am 8. Schuljahr. Alle Morgen kommt er um 6 Uhr an die Schule. Um 7 kehren Schüler der Klassensaal und dann noch recht fängt die Kur nun. Heute hält er Julie an den Weg mit bei sich heim, für ihnen zu weisen, wie er lebt. This is my house. Yeah. Hello. 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 Hi, I'm Julie. Hello. Hi, thank you for having us. Hello. Justina hat 2 kleine Brüder und 3 Großschwestern. Daheim teilt er sich ein Kummer mit einer Schwester, am anderen Zimmer schlafen die Mom und die Jungen. Sie alle sind oder waren an der Schule, wenn auch nicht immer bis zum Schluss. Es gibt eine Lage, immer Jota und Bulli. Aber alle Banobe, zum Beispiel in der Banobe Englisch, und immer ich sehe. Alle, die ich so lange bei mir so habe. Englisch, ich kann die alle vor der Sindifika. Fifth above, ja. Yeah. Für seine Zukunft hat Justina schon eine klare Vorstellung. Mit der Visite beim Justina geht dem Weg an Julie Heresa Malawi so los oben an. Es wird eine unbeschreibliche Erfahrung gewesen, erzählen die 2 Global Parents. Für den Weg kann er losen für allem die Menschen einen bleibenden Eindruck. Die Natürlichkeit und die Ungezwungenheit von den Menschen, sie sind immens offen. Sie haben überhaupt keine Hemmungen, für auf die Leute durchzugehen. Sie sind immens freundlich, herzlich, aber gleichzeitig auch immens bescheiden und dankbar. Mit dem wenigen was zu tun. Mein Fazit aus Global Parents ist wirklich noch bei der Global Parents zu sichern, weil ich einfach nur wirklich gesehen habe, wie wichtig die da sind. Und ich bin immer froh, dass ich konnte wirklich einfach gesehen, was mit meiner Suche geschieht. Und ich werde definitiv weiter spenden und ich werde definitiv auch probieren, daheim noch weiter spenden, irgendwie links auf jetzt zu finden. Mit den Dorn von der Global Parents gehen aber nicht just Kanner an Malawi unterstützt. An mehr wie 150 Länder rund um die Welt ist UNICEF aktiv und versucht, alle Kanner den bestmöglichen Start und Leben zu bieten. Ja, weil effektiv also es heute ist es leider noch immer so, dass Millionen Kanner weltweit auf verhinderbare Kurse sterben. Und auch Millionen Kanner noch immer keinen Zugang zu anständiger Education kriegen. Und genau da kommt UNICEF eben ans Spiel, die ohne die Global Parents sicher nicht nämlich gut aufgestellt wären wie Martinen. Ein von den 2 Global Parents, die wir mit an den Malawi waren, die wirst du noch bei mir im Studio begrüßen. Guten Abend, Viktor Schalz. Guten Abend. Ja, die Reise die war Anfang September. Du vielleicht mal ein bisschen kühl geguckt. War das das, was ihr am meisten hängen geblieben ist von der Reise? Das ist schwer für zu sagen, weil da sind so viele Impressionen, die auf ihn durchkommen. Ich denke,
Was mich am meisten impressioniert hat, dass das Gefühl, wenn er wirklich zu handeln ist, wenn er zum Beispiel ein Bankier von 30 Kanner umzingelt, dass die teilweise zerrass an knastisch Kleider haben oder keine Chance. Und wenn ihn dann die Kanner gesagt, dann denkt ihn, ja, lo, ist wirklich hei, da tut das wirklich Realität hei. Tut ihn zwar so Bilder schon 100 Mal auf der Tele gesehen, aber wenn ihn das dann wirklich live erlebt, also da ist es ganz ähnlich. Mhm. Die Wette haben noch ein Spidol besichtigt. Das war auch ein von den ganz emotionalen Momenten für Julie, die ihr gesehen am Reportage, aber auch für ihr. Aus also zu dem Moment, wo ihn sich steht, ja, genau du willst machen, statt genau du willst engagieren, ich mich. Ja, genau, weil die Leute hier haben wirklich viel mehr Chancen wie bei uns zu Hause. Es geht schon mal darum, dass sie müssen Kilometer weit laufen, um überhaupt an die Spital zu kommen. Und da kriegen sie dann natürlich auch nicht die Soins, die sie bei uns kriegen. Und wenn du gesagt hast, ich kann mit einem schweren Handicap, was ausgesagt wie wenn 2 Jahre alt wäre, mir tut aber schon 5. Das Kind hätte bei uns zu Lützburg vielleicht mit seiner Therapie aufhängen, aber das geht nicht. Mhm. Oder ein anderes Kind, das HIV-positiv ist, mit seiner Mom, die auch HIV-positiv ist. Wenn ich so Bilder gesagt habe, das ist schon erschreckend. Mhm. Ich war doch in der Schule, da gucken, was für ihr als Enseigner vielleicht besonders interessant war. Aber keine klassische Schule mit einer sogenannten Living School. Was ist das eigentlich genau? Meine Living School, das ist ein relativ neues Programm von UNICEF. An diesen Schulen geht es darum, für nicht nur Mathe- oder Sprachenunterricht zu machen, sondern auch, das kann auch Sachen lernen, die vielleicht später das Leben wirklich wichtig sind. Wie zum Beispiel, wie sie lernen, hier also Beeren pflanzen oder Gemüse an ihrem eigenen Garten pflanzen. Oder was auch wichtig ist, sie schaffen mit erneuerbaren Energien wie Windkraft oder Sonnenenergie. Und das alles gehört zu den Living Schools. Also ganz viele Sachen, die hier gemacht werden, für dass es den Kindern besser geht. Und dafür ist es doch wichtig, sich als Global Parent zu engagieren. Merci für das Gespräch, Victor. Ja, wenn ihr vielleicht selber wollt Global Parent bei der UNICEF gehen, von der all die Informationen auf dem Internet von der UNICEF, nämlich unicef.lu.